die weltweite Nummer 1 mit mehr als 600 Millionen Erfahrungspunkten, 80 Millionen Sternenstaub, tausenden legendären Raids und so weiter, wurde für 30 Tage aus dem Spiel verbannt. Ich quatschte heute darüber, das Verwarnsystem in Pokémon Go und so weiter, Multi-Account, Account-Sharing, was war der Grund, was hat es damit auf sich, wer muss Angst haben und so weiter und so fort. Also, wer nicht weiß, was los ist, selbst meine lokalen Raid-Gruppen haben darüber gesprochen und so bei den Raids ebenfalls war das ein Thema. Brandon Tan, über den habe ich schon häufiger gequatscht, der hat im August 2018 die 600 Millionen Erfahrungspunkte-Marke geknackt, also echt ein heftiger Meilenstein. 11.200 Raids hatte er damals. Ja, es gibt weltweit keinen Spieler, keinen bekannten Spieler, der mehr hat als er. Also schon eine ziemlich krasse Leistung. Mittlerweile ist er weltweit bekannt. Ich folge dem auf Twitter. Keine Ahnung, da hatte er noch dreistellige Follower. Haben mich alle ausgelacht, warum ich diesen verrückten Leuten da aus Japan und Singapur und keine Ahnung wo überall folge. Tut eigentlich nicht zur Sache. Auf jeden Fall, ich komme mal zum Punkt. Dann hat er getwittert, dass er gebannt wurde. Und jetzt noch eine weitere Meldung. Die Suspension wird circa 30 Tage anhalten. Der hat aber nicht gepostet, so offiziell, warum das war und was da sein könnte. Also, Brandon Tan, der spielt wirklich aktiv Pokémon Go. Mittlerweile eher Raiden. Da hatte mal bei Trainer Tipps im Video, so eine kleine Doku kann man fast sagen, erklärt, wie er das macht, nämlich mit dem Auto. In Singapur geht das ganz gut oder jetzt war auch in Japan, Amerika etc. Und immer von Raid zu Raid zu Raid, mit dem Auto, ganz schnell etc. pp. Er hat aber nebenbei auch immer mehr Accounts getalkt und so einen kleinen Fangservice angeboten. Irgendwie, Moment mal. Zum Beispiel 10 Mewtwo für 140 Singapur-Dollar. Das heißt, man gibt ihm dann sein Gerät mit für ein paar Tage oder was auch immer für einen Tag. Und dann hat man 10 Mewtwo und muss diese bezahlen. Diesen Service hat er schon länger. Das war auch damals bei als erstmals Zapdos, also die legendären Vögel und so eingeführt wurden. Aber da ist eben noch nichts passiert, sondern erst jetzt. Und man muss auch bedenken, Niantic hat erst jetzt erstmals damit begonnen, so per Hand Leute zu sperren, wie zum Beispiel Machalo. Habe ich mitbekommen, dessen Account war plötzlich weg. Ist ein Spoofer und der hat beim GoFest irgendwie gespooft und dann war plötzlich sein Account einfach weg. Naja, der zeigt im Video, wo der Accountname zu sehen ist, dass er was Verbotenes macht, was gegen die Regeln von Pokémon Go ist. Hat mich eigentlich ehrlich gesagt gewundert, dass es so lange gedauert hat, aber Niantic hat eben jetzt erst kürzlich auch dieses System eingeführt und bevor ich weiterspreche, will ich das mal noch ganz kurz vorstellen. Das ist sozusagen 3 Strikes und dann ist der Account weg. Der erste Verstoß ist eine Warnung. Disziplinarmaßnahme. Wenn dieser Verstoß erkannt wird, wird dir in der Pokémon Go App eine Warnung angezeigt, die dich darüber informiert, dass betrügerische Aktivitäten deines Kontos erkannt wurden. Das kann eben alles sein, was gegen die offiziellen Regeln bzw. Trainerrichtlinien verstößt. Dazu gehört eben zum Beispiel Drittanbieter-Software, die GPS-Daten modifiziert. Dazu gehört auch zum Beispiel irgendeine Software, wo man sich mit dem Pokémon Go-Account einloggt und das Ding entwickelt vielleicht Pokémon, ohne dass man per Hand diese entwickelt und so weiter. Und genau, wenn sowas erkannt wird, erste Verwarnung. 7 Tage suspendiert. Dann steht noch dran, du triffst möglicherweise keine seltenen Pokémon in der Wildnis. Also auch ein Shadowbun dabei. Das heißt, ein anderer sieht ein Relaxo und man selbst zieht ein Taubsi, was für mich besser wäre, aber für die meisten eher nicht so. Oder du kannst vom Erhalt neuer X-Ray-Pässe ausgeschlossen werden. Wenn es dann innerhalb dieser 7 Tage noch einen zweiten Strike gibt, wenn man also gegen 2 Regeln verstößt, dann ist die Dauer der Strafe 30 Tage und genau, dann kommt eben eine Nachricht, die hat jetzt eben Brandon Tan erhalten und beim dritten Verstoß eine permanente Sperrung. Wenn du nach dem ersten und zweiten Verstoß weiterhin betrügst, wird dein Konto permanent gesperrt. Dauer permanent. Es kann natürlich immer sein, dass sowas fälschlicherweise auch passiert, dann kann man da Einspruch erheben und den
Sachverhalt erläutern, aber genau. Das heißt, mal die Fakten, 30 Tage gebannt ist der Brandon Tan, das heißt, er muss gegen zwei Dinge verstoßen haben. Nehmen wir jetzt zum Beispiel diesen Mewtwo-Fangservice her, verstößt Nummer 1 gegen Account-Sharing plus Multi-Account und Nummer 2 dagegen, dass man Services kommerziell verkauft. Also ich darf nicht anbieten, dass ich für jemanden spiele und dann dafür pro Stunde Geld verlange. Abgesehen davon, dass ich mich da in ein fremdes Handy oder in einen fremden Account einloggen muss. Und da will ich ganz kurz auch zum Kontext einen Zitat aus den Trainerrichtlinien. Das sind mal nur die Fakten. Noch keine Meinung oder so. Die Trainerrichtlinien einblenden. Da gibt es einen Absatz. Kein Schummeln. Schummle nicht, spiele fair und so weiter und so fort. So, spielen mit mehreren Konten. Klammer auf, bitte nur ein Konto pro Spieler. Teilen von Konten. Das ist mal der Sachverhalt. Also wie gesagt, Fangservice, spielen mit mehreren Konten, teilen von Konten und kommerziellen Service anbieten, Dienstleistung anbieten, wo Pokémon Go eben verwendet wird. Ich dürfte auch zum Beispiel keinen Film über Pokémon Go verkaufen. So, immer wenn es um solche Themen geht, Spoofing, GPS, Leute nehmen irgendwelche Apps für was auch immer, Drittanbieter-Software. Ich bin ein Spieler, der selbst gerne seinen Spaß hat und ich erfreue mich nicht, keine Ahnung, am Leid der anderen oder genauso stört es mich nicht, es beeinträchtigt mein Spiel nicht, wenn andere sich irgendwelche Vorteile durch Dinge holen, die jetzt vielleicht gegen irgendwelche Regeln verstoßen. Mir ist das egal und ich bin auch keiner, der die Regeln durchsetzen kann, soll oder muss. Das liegt ganz in der Hand von Niantic, wie und wo sie ihre Regeln durchsetzen. Das heißt, mir ist es völlig egal, was andere machen. Ich spiele eben nicht mit mehreren Accounts, weil ich weiß, das ist nicht erlaubt und es wäre relativ unklug, darüber ein Video hochzuladen. Ich will nur eine Metapher bringen, zum Beispiel, sagen wir mal, man ist Politiker und fährt mit 70 km/h in der 50er-Zone. Polizist sieht, aha, okay, ja, das ist der Bundespräsident. Ich schau mal weg, habe ich nicht gesehen. Okay, nichts passiert. Dann postet der Politiker aber stolz auf Facebook. Seht an, Leute, seht an, unteres Volk, ich kann mit 70 km/h in der 50er-Zone fahren. Postet also den Beweis irgendwo online. Wäre vielleicht nicht so schlau. Genauso gibt es bestimmt auf der Welt irgendwo Fangservices, wo das keiner mitbekommt. Aber wenn ich das eben online poste mit meinem Accountnamen etc., vielleicht nicht so schlau. Und seit es die Raids jetzt gibt, sieht man sehr viele Leute mit mehreren Accounts. Und mich stört das nicht. Ganz im Gegenteil, oft hilft es ja sogar, wenn irgendwie mehr Handys da sind und da sind mehr Leute in der Lobby und Mewtwo geht schneller down etc. Ich stehe dem Ganzen komplett neutral entgegen. Mir ist völlig egal, wie oder wo oder was andere Leute machen und wie sie spielen, wenn es mein Spielerlebnis irgendwie nicht negativ beeinträchtigt. Ein Vergleich, mal in der Vergangenheit habe ich ein anderes Game gezockt, einen Shooter, und da gab es einen Fehler, dadurch war der andere einfach überlegen. Und die Leute, die den Fehler ausgenutzt haben, gegen die konnte man nicht wirklich fair ankommen. Jetzt nur so zum Beispiel, da hat man eben geballert gegeneinander und das Nachladen des Magazins dauert eben so und so viele Sekunden. Und durch diesen Fehler konnte man das Nachladen komplett auf 0 Sekunden reduzieren. Das war eben ein spielerischer Vorteil durch einen Spielfehler. Und darüber habe ich mich schon immer aufgeregt. Aber jetzt in diesem Fall, es juckt mich nicht, ob sich jetzt dieser Spieler in den Account von seiner Tochter einloggt oder ob der mit 3 Handys rumläuft oder... Das ist mir alles egal. Ich spiele so, wie ich Spaß habe. Ich könnte niemals mit mehreren Handys spielen. Ich weiß nicht, wie die Leute das bei den Events machen. Mir reicht ein Account schon. Selbst der ist zu viel manchmal beim Fangen. Aber genau, das ist mal so, um jetzt auch auf meinen Standpunkt ein bisschen hinzukommen. Die Sache ist eben jetzt, dass Niantic in letzter Zeit da auch ein bisschen was dagegen unternimmt. Eben das Beispiel, dass Spoofer die Videos machen, dass die per Hand gebannt werden, wenn man den Namen im Video sieht, und beziehungsweise die werden dann eben vielleicht häufiger gemeldet, und jetzt hat Niantic dieses System mit den 3 Strikes und darüber wird das angewandt. Aber wenn man zum Beispiel mal auf die offizielle Niantic Website schaut, im Bereich News, da werden irgendwelche Reviews geteilt
oder wenn irgendwas passiert ist und so. Und da gibt es einen Artikel. Ein taiwanesischer Mann hat 11 Handys und spielt damit Pokémon Go. Ist eigentlich eine lustige Story, eine kuriose Story, auch eher eine positive News, die auf der offiziellen Website von Niantic verlinkt wurde. Also ein Spieler, der mit 11 Accounts multi-accounted sozusagen. Und da muss man aber eben auch bedenken, dass in den Trainerrichtlinien steht, zu den Schummeleien zählt eben Spielen mit mehreren Konten, in Klammer bitte nur ein Konto pro Spieler. Also es wird praktisch drum gebeten, bitte nur ein Konto pro Spieler. Und eine Schummelei wäre zum Beispiel altes Arena-System. Man kickt den letzten mit einem Zweit-Account in der anderen Farbe raus, dass man sich mit seinem Haupt-Account reinsetzen kann oder geht im aktuellen System eigentlich auch. Das wäre eher Schummelei. Wenn jetzt jemand mehrere Accounts hat und beim Community Day dann das Endeavor auf 3 Accounts fängt, das beeinträchtigt niemand und das würde Niantic vermutlich auch nicht so als Schummeln ansehen. Metapher, der Mann mit dem Fahrrad mit 11 Handys, der nichts Böses im Sinn hat, sondern einfach nur ein krasser Pokémon-Fan ist und dem ein Account nicht genügt. Jetzt so zum Beispiel. Andere Sache wäre nicht ein Mann, der mit 11 Handys spielt, sondern 11 Leute, die mit einem Account spielen, dass sie 24 Stunden zocken und der Account ist dann der krasseste auf der Welt. Und sagen wir, Pokémon Go wäre kompetitiver, dann wäre das ja der heftigste Account, gegen den niemand ankommen kann, wenn 11 Leute mit einem Account spielen. Also wie gesagt, Multi-Account, Account-Sharing, da muss man auch nochmal unterscheiden. Ich glaube jetzt schlussendlich, bei Brandon Tan war es im Endeffekt sein Mewtwo-Verkaufsservice, vor allem, weil wir jetzt das Trading-Feature auch noch haben und da wird die Sache noch ein bisschen heikler. Niantic hat sich so viel Mühe gegeben, das Tauschsystem so zu machen, dass man kein Online-Ebay für Pokémon veröffentlichen kann, erfinden kann, wie auch immer. So 3, 2, 1, meins, das 100er Mewtwo irgendwo online kaufen. Und wenn ein Spieler dann eben genau das anbietet und dann noch öffentlich und dieser Spieler ist mittlerweile so bekannt und wird dann dadurch so oft gemeldet, dann kann man da irgendwie kein Auge zudrücken. Das muss man auch, glaube ich, verstehen können. Sagen wir mal, ich würde plötzlich spoofen, Videos über unerlaubte Drittanbieter-Software hochladen, womit ich, keine Ahnung, in einem Tag Level 40 erreiche. Sowas gibt's nicht, aber ich erfinde das jetzt gerade. Oder vielleicht gibt's das, nein, das gibt's nicht. Als Beispiel, ich mache plötzlich Videos über sowas, ja, dann bin ich weg vom Fenster. Und da kann dann noch jeder schreiben und mich verteidigen. Ja, aber der Schilling, der hat doch so viel für die Community getan. Ja, und wenn ich 700 Mal beim Bäcker für meine Brötchen bezahle, kann ich trotzdem nicht beim 701. Mal die klauen. Ja, aber 700 Mal hat er doch für seine Brötchen gezahlt. Jetzt lass ihm doch mal dieses Brötchen klauen. Vielleicht zum Abschluss noch so ein kleiner Gedanke. Als vor einiger Zeit die öffentlichen, die berühmten Spoofer gebannt wurden, da, wer sich da gefreut hat und jetzt bei Brandon Tan überhaupt nicht verstehen kann, wieso, weshalb, warum und komplett erzürnt ist, wo ist da der Unterschied? Wie legt man das für sich selbst fest? So, die einen haben gegen Punkt, erfinde ich jetzt nur, 7 auf den Regeln verstoßen und der andere hat gegen Punkt 3 und Punkt 9 verstoßen. Warum freut man sich in dem einen Fall und kann die Welt nicht verstehen in dem anderen Fall? Abschließend will ich nur sagen, weil ich jetzt über dieses Thema vermutlich mal länger nicht sprechen werde, weil es nun so ausführlich war. Ich hoffe, dass ich doch für einige Leute ein Vorbild sein kann. Ich laufe immer rum, von Anfang an bis Ende, egal ob bei Wind, Regen oder prallem Sonnenschein, dass ich vielleicht für manche eine Motivation sein kann, auf sämtliche Drittanbieter-Software zu verzichten und einfach rauszugehen, mit anderen Leuten den Spaß am Spiel erleben und genau. Aber im Grunde, was andere Leute machen, kann mir und kann euch und kann jedem im Prinzip völlig egal sein, solange es niemanden irgendwie beeinflusst, beeinträchtigt. Mit Brandon Tan wird vermutlich nie jemand irgendwie auch nur ansatzweise interagieren, also das kann uns im Prinzip völlig egal sein. Gut, von meiner Seite aus ist alles geklärt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.